So langsam aber sicher rutschen wir in die Spielevorschauen für den Herbst, die in Herbstneuheiten und die Spiel 24 Preview. Doch bevor es dann auch in den nächsten Wochen hier auf meinem Kanal losgeht mit den ganzen Spielevorschauen für den Herbst, möchte ich das vergangene Halbjahr nochmal Revue passieren lassen und euch meine Top-Spiele einmal in der Kategorie Kenner- und Expertenspiele und dann in einem separaten Video in der Kategorie Familienspiele zeigen und ja, davon berichten. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern wir fangen einfach direkt mal an mit Platz 10. Auf Platz 10 habe ich die Weiße Burg gesetzt. Die Weiße Burg ist ein sehr schönes Kennerspiel aus dem Hause Kosmos, original von Devir. Und bei die Weiße Burg versuchen wir in einem Dice-Drafting-Mechanismus, bei dem wir Würfel von ja so kleinen Brücken immer ziehen und mit diesen dann Aktionen ausführen, die meisten Siegpunkte zu erlangen. Die Weiße Burg ist ein wirklich knallhartes Kennerspiel, muss man sagen. Es ist, ja, es ist einfach, man hat so wenig Züge, um seine, ja, sein Spiel zu optimieren. Man muss in diesen wenigen Zügen möglichst viel schaffen. Das kann am Anfang sehr frustrierend und sehr befremdlich wirken tatsächlich. Aber wenn man das Spiel ein, zwei, dreimal gespielt hat, dann kommt man so ein bisschen dahinter und dann läuft es auch. Und dann kennt man auch so, ja, die Zahnräder, die da ineinander greifen. Und da weiß man dann auch, welche Aktionen man mit welchen Aktionen vielleicht besonders verbinden sollte, um dann das meiste rauszuholen. Und das Ganze findet in so einem asiatischen Setting statt. Wir möchten zum großen Daimyo, der in seiner weißen Burg wartet, voranschreiten, um dort eine Audienz bei ihm zu bekommen. Und ja, somit versuchen wir in verschiedensten Aktionen ja, Punkte zu sammeln. Wir können im Garten Punkte sammeln. Wir können in diesem Daimyo-Haus aufsteigen. Wir können ja unsere Krieger auf den Übungsplatz schicken. Ja, so versuchen wir, den tollsten Eindruck bei diesem Daimyo zu hinterlassen. Ein wirklich sehr knackiges Kennerspiel, was mir wirklich sehr gut gefällt, mit einem sehr schönen Dice-Drafting-Mechanismus. Auf Platz 9 habe ich ein Spiel, welches auch nominiert war zum Kennerspiel des Jahres gesetzt, und zwar die Gilde der fahrenden Händler. Die Gilde der fahrenden Händler ist ein Flip-and-Build-Spiel oder Flip-and-Place-Spiel, je nachdem, wie man es nennen möchte. Es ist quasi eine Abwandlung eines Roll-and-Ride-Spieles. Es geht darum, dass wir Händler sind und auf ja, verschiedensten Karten, die wir dann modular immer austauschen können, die Welt erkunden möchten, um dort Handelsrouten dann aufzubauen. Das Ziel ist es, wir wollen am meisten Geld sammeln. Und das funktioniert in so einem Mechanismus, bei dem wir einen Kartenstapel haben. Und von diesem Kartenstapel wird immer eine Karte aufgedeckt. Und diese Karte gilt dann für jeden Spieler. Das heißt, jeder Spieler spielt quasi auch gleichzeitig. Es ist nicht so super geeignet für Anfänger, also ich würde es nicht als Gateway-Game nehmen, weil immer so jeder vor sich hin wurschtelt und ja, Einsteigerspieler sich dann vielleicht ein bisschen verloren fühlen könnten, aber für ja, Kennerspieler, die ein bisschen schon was gespielt haben, die aber auch nicht ein zu sehr grübelhaftiges Experten-Kennerspiel möchten, ist das wirklich sehr gut geeignet. Und dann ja, wird diese Karte aufgedeckt und jeder Spieler muss dann oder kann dann, darf dann die Terrainart, die da dort abgebildet ist auf der Karte und die Anzahl von diesen Terrainfeldern, die dort abgebildet ist, mit kleinen Steinchen auf seiner eigenen Karte bestücken und dann versucht man auf seiner Karte, die man vor sich liegen hat, auf den einzelnen Feldern, auf den einzelnen Terrains, ja, solche Wege zu bauen und diese dann ja, so zu bauen, dass man Städte damit verbindet, damit man ja Handelsrouten erstellt, um dort ja, Geld zu bekommen. Man kann noch kleine Schätze finden, man kann Türme bauen. Ja, und so spielt man dann über mehrere Runden. Man bekommt dann auch immer noch so eigene Karten, die man dann ja, aktivieren kann, um dann spezielle Kombinationen von Feldern zu erforschen. Und da muss man sich da so einen Weg bahnen. Man kann Dörfer bauen, damit man einen Startpunkt für die nächste Runde hat und so. Ja, ein wirklich sehr schönes, kleines Kennerspiel. Ein Flip-and-Build, was mir sehr gut gefällt, was man immer mal wieder schnell auf den Tisch bringen kann. Auf Platz 8 habe ich ein Spiel gesetzt, was dann schon eher Richtung Expertenspiel geht, und zwar Nucleum. Nucleum hat mir wirklich sehr gut in der Basisversion gefallen. Nucleum hat mir auch sehr gut in der Version mit der Erweiterung gefallen. Und dieses Jahr kommt dann im Herbst ja noch eine neue Nucleum-Erweiterung. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Dies habe ich auf jeden Fall auch schon als Must-Have, als eine Must-Have-Erweiterung bei mir eingespeichert, sodass ich dann mir die auf jeden Fall holen werde. Und ja, Nucleum ist ein extrem cooles Expertenspiel, was mir dieses Halbjahr oder das letzte Halbjahr wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Bei Nucleum versuchen wir, ein Netzwerk aufzubauen. Wir versuchen auch Netzwerke von Gegnern
schlau zu nutzen, um Kohle und Nukleum zu über ja, die Karte zu transportieren, möglichst günstig zu bestimmten Städten, in denen wir Gebäude gebaut haben. Und dann möchten wir diese Städte mit Energie versorgen, indem wir die Kohle und das Nukleum in Energie umwandeln mit Hilfe von Kraftwerken. Und dann können wir Licht ins Dunkel bringen in unsere dunklen Städte. Und dann versuchen wir ja mit diesen Städten möglichst viele Punkte zu erlangen. Und das Ding Nukleum hat einfach so einen sehr coolen Auswahlmechanismus, so einen Aktionsauswahlmechanismus. Wir haben am Anfang solche kleinen Plättchen, auf denen sind immer zwei Aktionen aufgeführt. Natürlich haben wir auch Asymmetrie mit im Spiel, also alles Mögliche. Und dann können wir uns immer entscheiden, ob wir diese Aktionsplättchen benutzen, um beide Aktionen auszufüllen. Und dann bekommen wir in einem Aufrischzug auch immer diese Aktionsplättchen wieder zurück für ja, die nächsten Male, wo wir die benutzen wollen. Oder wir können diese Aktionsplättchen benutzen, um sie als Schienen auf das Board zu legen, um dort dann das Netzwerk zu erweitern. Dann können wir die aber maximal zweimal ausführen, diese Aktion, oder jeweils eine Aktion dann maximal. Und wir bekommen die dann nicht wieder, diese Aktionsplättchen, müssen dann uns neue Aktionsplättchen besorgen. Sehr cooles Expertenspiel, was sehr verzahnt ist, bei dem man wirklich auf seine Gegner achten muss, was die so tun. Und ja, ganz, ganz tolles Ding. Eines meiner Lieblings-Expertenspiele im letzten Halbjahr. Auf die 7 habe ich auch wieder ein Cannabis-Expertenspiel gesetzt, welches noch recht frisch ist. Ich habe noch nicht so viele Partien gemacht und kann mir deswegen eher so ein, ja, so in, eher so einen Ersteindruck erlauben. Aber mir hat es wirklich so sehr gefallen, dass ich es hier in die Top 10 nehmen möchte. Ja, weil es mich so ein bisschen geflasht hat, wie sehr sich dieses Expertenspiel, und zwar geht es um Pampero, dann doch von den Lacerda-Spielen unterscheidet, obwohl man ja schon irgendwie vermutet hat, dass das so ähnlich wird, auch wenn es nicht von Lacerda ist. Pampero ist ein Spiel, bei dem wir versuchen, ja, wir versuchen Energie zu produzieren, beziehungsweise ja grüne Energie zu produzieren. Wir versuchen in Uruguay ein Netz von Strommasten und Windkrafträdern aufzubauen. Und das Ganze ist so, dass wir ja auch wieder so einen Aktionsauswahlmechanismus haben. Jede Runde haben wir drei Aktionen zur Verfügung und mit diesen Aktionen können wir dann verschiedene Karten an unsere Kartenslots spielen. Und ja, je weiter unsere Slots vorangeschritten sind, also je mehr Karten wir schon gespielt haben, desto günstiger werden die Slots. Wir können aber auch Karten mit einem Zug wieder alle zurückholen und dann müssen wir, ja, können wir uns neue Karten auch noch besorgen und dann müssen wir halt so ein bisschen schauen, welche Infrastruktur von welchen Mitspielern können wir nutzen und wo müssen wir uns vielleicht Infrastruktur sichern, um dann ja diese Strommasten aufs Board zu bekommen und ja dann auch Einkommen zu generieren, denn es gibt ja verschiedene, ja, man muss so Vertragsplättchen erfüllen. Im Grunde genommen ist das, wir wollen Strom irgendwo hinliefern, entweder irgendwie in die Tourismusbranche oder an die an die Wohnen, an die ganz normalen Wohnhäuser oder an das Gewerbe etc. Und dann können wir aber ja auch die Infrastruktur der Gegner mit benutzen. Das heißt, man muss auch ganz genau schauen, wo baut man selber, wo könnte der Gegner davon vielleicht auch profitieren, wo kann ich davon profitieren, dass der Gegner vielleicht schon irgendwo einen Bulldozer hingestellt hat, wo ich dann was bauen kann, oder wo er dann Strommast hingestellt. Dann kann ich da vielleicht günstig einen Vertrag erfüllen. Ich muss ihm dann natürlich aber auch immer Geld geben, wenn ich seine Infrastrukturen nutze. Und dieses Spiel ist wirklich eigentlich von den Aktionen her super einfach. Also diese Aktionskarten, die man hat, die sind wirklich karo einfach, sehr simpel. Das Spiel wirkte, als ich die Anleitung durchgelesen habe, eher wie ein seichtes Kennerspiel, aber es hat es tatsächlich in sich durch diese Interaktion und durch das Timing, wann man wohin was baut. Ich möchte das fast ein bisschen vergleichen mit Wasserkraft, weil da ist es auch ja sehr wichtig, welche Infrastruktur ich wohin baue. Ja, und deswegen hat mir Pampero so unglaublich gut gefallen, weil es ist leicht zu erklären, es ist leicht zu spielen, aber es hat einfach so eine gewisse Tiefe, die man dann ja auch während des Spiels erst begreift. Ein bisschen gestört hat mich tatsächlich bei meiner Erstpartie, dass ich haushoch gewonnen habe gegen ja, Mitspieler, die normalerweise gegen mich auf jeden Fall meistens gewinnen und die normalerweise viel besser spielen als ich. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte von Anfang an die richtige Taktik. Ich konnte irgendwie genau, ich wusste genau, okay, worauf will ich hinaus, und es ist irgendwie alles aufgegangen. Das fand ich nicht so cool. Das finde ich meistens nicht so cool, wenn das bei der Erstpartie so läuft bei mir. Aber ja, tolles Spiel, müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Aber wie gesagt, das ist nur so ein Kurzeindruck, aber von dem her, wie ich es jetzt irgendwie in Erinnerung habe, musste ich es unbedingt hier in die Top 10 setzen. Auf der 6 habe ich Mischwald. Mischwald hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Wir haben es öfter mal gespielt, ein super kleines, schönes Kartenspiel, Forest Shuffle im Englischen, bei dem wir versuchen, Bäume
vor uns auszulegen in die Auslage und an diese Bäume dann oben, links, unten und rechts verschiedene Tiere anzubauen oder auch Pflanzenarten. Und diese verschiedenen Tiere und Pflanzen, oder ja, Pflanzen, die bringen dann unterschiedlich Punkte und auch die Bäume bringen auf unterschiedliche Arten und Weisen Punkte, sodass man dann ja irgendwie versucht, Sets zu sammeln zum Beispiel. Man möchte ja irgendwelche Kombos machen. Es gibt dann Tiere, die nur mit bestimmten anderen Tieren irgendwie Punkte geben. Und es gibt dann aber auch Bäume, die ja, wo man irgendwie möglichst viele von haben möchte oder man möchte möglichst alle Bäume haben. Und ja, dann geht es darum, ja, mit so einem Drafting-Mechanismus sich Karten irgendwie aus der Auslage zu schnappen. Die Karten, die man auf der Hand hat, die sind dann auch gleichzeitig die Währung, beziehungsweise ja, mit die kann man dann ausspielen, um andere Karten oder ablegen, um andere Karten zu bezahlen, die man dann in seine Auslage legen möchte. Ja, und dann versucht man irgendwie im Laufe des Spiels sich so ein schönes Board hinzubauen, mit dem man dann möglichst viele Punkte kriegt. Hat mir immer sehr gut gefallen. Ich fand diese Auszählung, die man am Ende machen muss, ja, am Anfang ist das ein bisschen umständlich und ich verstehe auch, warum das deswegen vielleicht nicht, ja, Kennerspiel des Jahres geworden ist oder überhaupt irgendwie in die engere Auswahl kam, weil es dann doch sehr kompliziert und umständlich irgendwie wirkt. Aber ja, hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Sehr schönes, kleines Kenner-Kartenspiel. Natürlich darf in so einer Top 10 auch ein Deduktionsspiel nicht fehlen. Wer meinen Kanal regelmäßig verfolgt, weiß, ich stehe halt auf Deduktionsspiele und deswegen musste ich The Search for Lost Species auch safe in diese Top 10 nehmen. Wie soll man das aussprechen? Wenn ich das zehnmal hintereinander sage, werde ich ja verrückt. The Search for Lost Species ist quasi der Nachfolger von The Search for Planet X, die Suche nach dem Planeten X. Es gibt ein paar Neuerungen, es gibt ein paar Änderungen, aber das Spiel bleibt grundlegend eigentlich ja gleich. Es ist aber mindestens genauso gut, würde ich sagen. Was machen wir? Wir versuchen auf einer Insel eine verlorene Spezies zu suchen. Das funktioniert so, dass wir ein Blatt Papier haben. Auf diesem Blatt Papier haben wir verschiedene Hinweise, die wir am Anfang bekommen. Das Ganze ist auch App gebunden, also wir bekommen diese Hinweise immer über die App und die reicht, man kann das Telefon dann oder das Tablet so rumreichen, jeder hat seine eigenen Hinweise und dann sind auf der Karte, auf dieser Insel verschiedene Hexfelder angelegt oder verschiedene Felder angelegt und auf jedem Feld befindet sich immer irgendwas oder es ist ganz spezifisch, ganz klar leer. Und auf einem dieser Felder befindet sich dann natürlich auch diese verlorene Spezies und wir müssen dann noch schauen, was denn in den Feldern angrenzend zu dieser verlorenen Spezies ja, vorhanden ist. Und dann bedingen sich halt diese einzelnen Sachen immer so gegenseitig. Also es kann halt sein, wenn das Feld leer ist, dann muss das Feld das und das haben. Also da gibt es immer so Bedingungen auf diesen einzelnen Feldern. Da muss man versuchen mit ja, cleveren Fragen, die man dann in die App eintippen kann oder in der App auswählen kann, möglichst gut herauszufinden, wo halt diese verlorene Spezies ist. Man kann dann mit so einem Typi noch rumlaufen. Es gibt noch so Karten, das unterscheidet sich auch von die Suche nach Planet X, dass man so ja, Spezialkarten noch hat. Ja, sehr schönes Deduktionsspiel, gefällt mir wirklich sehr gut, spiele ich auch immer wieder gerne und es war so von den Deduktionsspielen im letzten Jahr auf jeden Fall eines meiner Highlights. Auf die 4 habe ich ein Spiel gesetzt, welches ein Zerstörungsspiel ist im Grunde genommen. Empire's End. Bei Empire's End haben wir ein großes Imperium, ja, symbolisiert durch ein paar kleine Karten, die man vor sich liegen hat, die dann verschieden viele Siegpunkte geben, die verschieden viel wert sind. Und im Laufe des Spiels stellt sich aber heraus, dass wir dieses Imperium so nicht halten können, sondern dass wir nach und nach immer Teile unserer Stadt irgendwie zerstören müssen. Es kommen immer ganz viele Desaster und wir versuchen diese Desaster teilweise ja von uns zu halten oder irgendwie sie nicht zu bekommen, teilweise durch geschicktes Bieten wollen wir sie vielleicht aber auch haben. Ein sehr schönes Spiel, bei dem wir sehr viel Spaß hatten in unseren Runden tatsächlich. Und das Ganze funktioniert so, dass, ja, wie gesagt, es gibt immer, ja, es gibt so verschiedene Phasen, ganz grob, es gibt noch so Kampfphasen und so, aber das Wichtigste ist, es kommen so Desasterphasen, dann werden so Desaster aufgedeckt und diese Desaster, die erzählen einem dann quasi, welche von den Stadtteilen man zerstören müsste, wenn dieses Desaster einen treffen würde. Und dann geht es darum, dass man Ressourcen auf dieses Desaster wirft und auf diese Desasterkarten bietet, damit einen das Desaster nicht trifft. Und irgendwann liegen da aber so viele Ressourcen auf diesen Karte, dass man dann sagt, so, ich glaube, ich nehme das Desaster freiwillig. Und dann kriegt man natürlich auch die Ressourcen, die
die da draufgelegt worden sind. Und mit diesen Ressourcen kann man dann wieder in den nächsten Runden bieten oder man kann seine teilweise zerstörte Stadt wieder aufbauen. Ja, ein sehr schönes Spiel mit jeder Menge Spaß, auf jeden Fall in unseren Runden. Deswegen hier auf der 4 in meiner Top 10. Auf der 3 ein absolutes Highlight des letzten halben Jahres, ein Hidden Movement Spiel. Ja, und jetzt ist eigentlich ja schon klar, welches Spiel es ist. Es ist Terrorscape. Terrorscape hat mich begeistert. Terrorscape, würde ich sagen, ist mit Abstand das beste Hidden Movement Spiel. Mal vielleicht so, es gibt so ein paar Ausnahmen, so wie Mind MGMT, die natürlich auch ganz gut sind, aber die viel komplizierter sind und einfach, die man vielleicht ein bisschen anders ja angehen muss. Ich finde Terrorscape so als Game für sich, als man spielt das mal und dann kann man es auch wieder einpacken. Wow, perfekt, muss ich sagen. Es hat erstmal eine mega Tischpräsenz. Wir haben so ein riesiges, cooles Papphaus, was die Leute von beiden Seiten sehen können. Und dann hat man so eine Karte vor sich. Ja, wie so eine, ja, was ist das? Wie so eine Bauzeichnung, so ein Blueprint, also ein Gebäude von oben, so ein Schnitt von oben. Und in diesem Gebäude können wir rumlaufen, uns bewegen. Und das Witzige ist, dass einer den Mörder spielt, also einer spielt einen, ja, verrückten Mörder, entweder ist das so ein Kettensägentyp oder das ist so ein halber Geist oder ja, da gibt es die verschiedensten Mörder, auch mittlerweile in den neuen Erweiterungen mit noch mehr Auswahl, die haben alle ein spezielles Kartendeck mit verschiedenen Fähigkeiten, der eine zum Beispiel, der versucht irgendwie alle Türen zu verrammeln, damit die Leute da nicht durch können, der andere kann in den Stealth gehen, also kann sich unsichtbar machen und dann plötzlich wieder auftauchen, dann macht er besonders viel Schaden, ja, und die anderen spielen die Überlebenden, die versuchen, ja, entweder irgendwie den Polizeinotruf abzusetzen oder aus dem Haus zu entfliehen. Dafür müssen sie dann aber ganz viele Schlüssel finden. Ja, und dann geht es so ein bisschen darum, den Mörder auszumanövrieren, weil der weiß natürlich nicht, wo man ist. Und die, ja, die Überlebenden wissen aber, wo der Mörder ist und müssen dann versuchen, ja, irgendwie vielleicht eine falsche Fährte zu setzen, irgendwie, ja, und auch in den Kämpfen dann gegen diesen Mörder zu bestehen. Ein sehr tolles Spiel, muss ich sagen. Also es macht wirklich sehr viel Spaß. Es hat irgendwie alles, was man braucht. Und ja, es ist, geht nicht so tief wie manch anderes Hidden Movement Spiel. Es ist eher so ein bisschen Arcade. Wenn ich irgendwie so vergleichen würde, er meint, MGMT ist so eine Simulation, so die Simulations-, Rennsimulation von Hidden Movement Spielen. Dann ist Terrorscape eher so das Arcade-Rennspiel, eher so das Trackmania, falls euch das was sagt, der, ja, dieser Hidden Movement Spieler. Ganz, ganz toll. Und ja, Safe, das musste in die Top 3. Deswegen, ja, Terrorscape auf Platz 3. Auf Platz 2 habe ich noch ein Expertenspiel, was mich auch sehr begeistert hat, und zwar El Burro. El Burro ist ein Spiel, bei dem das Thema tatsächlich nicht so interessant ist. Wir versuchen, ja, irgendwie mit unseren Eseln, ja, durch die Landschaft zu wabern und dann versuchen wir unseren Hof zu upgraden, wir versuchen Ressourcen zu generieren, wir versuchen Ressourcen zu produzieren und wir versuchen diese Ressourcen dann über so Handelsaufträge an den Mann zu bringen, um dadurch Punkte zu generieren. Aber dieses Spiel hat so ein unglaublich seltenes Gefühl in mir ausgelöst. Es war so dieses, als ich die Anleitung gelesen habe, dachte ich so, Okay, das klingt irgendwie alles sehr seltsam und ich kann mir noch nicht vorstellen, wie man das, dieses Spiel spielt. Und als wir das dann gespielt haben, wir haben es mehrmals gespielt, war es so, wow, ah ja, das ist so clever und ja, das funktioniert genauso, wie es funktionieren soll. Ach, so haben sie sich das gedacht. Ja, das geht ja total easy von der Hand und ja, es hat mir so unglaublich gut gefallen. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde dieses Spiel, ja, es macht ja gar nicht so unglaublich viel Besonderes. Es hat gar nicht unglaublich besondere Mechanismen. Aber es ist unglaublich cool. Es hat so einzelne Phasen. In diesen Phasen kann man dann verschiedene Dinge. Also man kann dann irgendwie sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie hier ein Upgrade machen. Ich möchte mit meinem Esel vorgehen. Dann habe ich noch so Karten, die ich irgendwie auf verschiedene Plätze platzieren muss. Je nachdem, wo ich die Karte hinlege, verwende ich die für was Unterschiedliches. Irgendwie hat es mich geflasht und ich kann kaum erwarten, das Spiel, ja, wenn mein Umzug, meine Renovierung dann durch sind, wieder auszupacken. Tatsächlich, habe ich hier so um mich herum schon die Hälfte meiner Spiele eingepackt, weil bei uns bald ein Umzug,
hier ansteht. Aber ja, wenn das dann wieder im Regal gelandet ist und ich das dann wieder rausziehen kann, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Partie. El Burro. Auf die 1 habe ich tatsächlich ein Spiel gesetzt, welches nicht in 2024 herausgekommen ist. Es ist auch nicht in 2023 herausgekommen. Auch nicht, glaube ich, in 2022. Es ist schon tatsächlich viel älter. Und wir haben es mal wieder gespielt und ich sag euch einfach, es ist einfach geil. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, hat so eine extreme Intensität, wenn man das spielt. Man kann gar nicht sitzen bleiben, es passiert immer irgendwas. So ein Auf und Ab der Gefühle, Wasserkraft. Wasserkraft, die Partien haben mir so gut gefallen, das ist so hängen geblieben. Diese Partien bleiben auch einfach so hängen, weil es einfach so eine krasse Interaktion hat, dieses Spiel. Ja, es ist so, ich hatte überlegt, okay, wie stelle ich die Top 10 zusammen, habe mir das alles angeguckt, was ich gespielt habe, habe hoch und runter, und aber eins war immer klar, Wasserkraft safe, das will ich auf die 1 haben dieses Jahr, was ich im letzten halben Jahr gespielt habe. Weiß nicht, ob das vielleicht gegen die Spielerauswahl im letzten Jahr spricht oder ob es einfach für das Spiel spricht, dass ich, ja, dass das mein absolutes Highlight des letzten Halbjahres war. Es hat wirklich alles um Längen geschlagen von den, ja, von der, wie ich die Partie aufgenommen habe, wie sie mir in Erinnerung geblieben sind, und ja, ist einfach hängen geblieben. Und bei Wasserkraft ist es so, wir versuchen, ja, ähnlich wie ich das auch eben schon bei dem, hier nicht Nukleum, sondern was war das, Pampero gesagt hatte, wir versuchen ein Netzwerk aufzubauen, aber diesmal versuchen wir Staudämme zu bauen. Wir versuchen Staudämme an den verschiedensten Talsperren zu errichten, um dort Wasser abzugreifen und dann das durch Rohrsysteme und solche Turbinen in Energie umzuwandeln. Damit diese Energie versuchen wir Wertungsplättchen zu erfüllen, um dann Siegpunkte zu erlangen. Und auch hier ist es so, man muss ganz genau aufpassen, wo man was hinbaut und vor allen Dingen, wann man wo was hinbaut, weil der Gegner einfach extrem krass teilweise von Sachen profitieren kann, die man macht, aber man kann dem Gegner auch einfach mit einer Aktion irgendwie alles versauen, alles verbauen, was er sich vorgestellt hat, wenn man das durchschaut, was der Gegner dann vorhat. So, das heißt, es ist auch extremst wichtig bei dem Spiel, nicht über seine Pläne zu reden, dann, sonst ist man nämlich halt völlig am Arsch, oder man muss einfach ein sehr guter Schauspieler sein und den Gegner irgendwie so ein bisschen in die Falle locken. Tolles Game, hat mir wirklich gut gefallen. Wir haben es dieses Jahr auch mit den Erweiterungen gespielt. Noch nicht mit der neuen Karte, aber mit dieser Erweiterung, bei der man noch diese extra Aktionen sich freischalten kann. Ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Macht das Spiel auf jeden Fall besser noch. Und ja, das ist mein absolutes Highlight jetzt in den letzten 7 Monaten. Wasserkraft, meine Partien mit diversen Leuten. Hat richtig viel Spaß gemacht, meine Top 1. Das war's mit meinem Video zu den Top 10 Kenner- und Expertenspielen des letzten Halbjahres. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht habt ihr das eine oder andere Spiel wiedererkannt, was ihr vielleicht mal irgendwo mitgespielt habt. Vielleicht habt ihr aber auch jetzt ein paar Spiele auf dem Zettel, die ihr unbedingt mal spielen müsst. Ich kann euch die 10 Spiele auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Es sind wirklich tolle Spiele. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Macht auf jeden Fall auch die Glocke an, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und ihr könnt mich auch so kostenlos unterstützen mit meinem Kanal, den ich hier mache. Würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ich weiter wachse. Und ja, ihr seid diejenigen, für die ich das mache. Also könnt ihr mir das gerne zeigen, indem ihr den Kanal abonniert, meine Videos fleißig guckt und hier auch kommentiert. Ja, und falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal guckt. Ich hätte hier 2 Vorschläge. Einmal eine Top-Liste, bei dem ich euch 10 Spiele vorstelle, die ich gekauft habe und bei denen ich es auch, ja, leider bereut habe, sie gekauft zu haben. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Ist vielleicht auch ganz interessant. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich ciao, ciao.